Servus, liebe Fans von FUPA und Fußball vor Ort. Wir haben heute zwei Amateurlegenden hier am Start. Leider Amateurlegenden, muss man sagen. Matze lacht gleich, weil beide hätten eigentlich mal viel mehr drauf gehabt. Wer den Matze schon länger kennt, der war mal Junioren-Nationalspieler und es gab schon so die ersten TZ-Artikel damals, als er noch keinen Bartwuchs hatte und bei 60 in der Jugend gespielt hat, dass aus dem was ganz Großes werden könnte. Und dann haben wir noch den Kevin Feucht, der mit Sicherheit für den Sven Leifer den besten Torjubel hingeliefert hat, den es im letzten Jahr beim VfL Garching gegeben hat. Beide kennen sich von ihrer Zeit beim VfL Garching, haben dagegen den Abstieg gespielt. Und jetzt gleich mal die erste Frage, Burschen, warum spielt ihr nicht mehr zusammen? Matze. Die Frage gebe ich gleich an Kevin weiter, weil ich sage mal so, der Spieler Matthias Stromer hätte liebend gern einen Mitspieler Kevin Feucht im Sturm, weil ich die Laufwege und auch seine Art und Weise, wie er Fußball spielt, einfach extrem schätze. Und der Trainer Matthias Stromer hätte den Kevin Feucht noch viel lieber im Sturm, weil er auch wirklich ein Typ ist, der wo auch die Mannschaft mitreißen kann und vor dem der ein oder andere Abwehrspieler sicherlich auch ein bisschen Angst hat, weil der Kevin ja auch sehr körperbetont spielt. Deshalb gebe ich den Ball gleich weiter an Kevin. Also es wäre mir eine Ehre, wieder zusammen zu spielen auf jeden Fall. Warum wir nicht zusammen spielen, hat sich nicht ergeben. Aber ich würde trotzdem sagen, man weiß nie, was in Zukunft passieren wird. Und vielleicht kommt es ja nochmal, dass wir zusammen spielen dürfen. Aber da dürften wir jetzt in der letzten Zeit trotzdem zusammen Fußball spielen. Ja, durch unsere Skillers Academy konnten wir da sehr gut trotzdem Zeit verbringen gemeinsam und konnten auch mal auf dem Bolzplatz uns gegenseitig duellieren. Genau, es geht heute um Bolzplatz, um Straßenfußball, liebe Leute. Also wirklich Ball auf Teer und dann zeigen, was man kann. Lattenschießen, Tricks, bei denen man sich die Haxen bricht. Aber es geht natürlich auch um das, was die beiden auszeichnen, wofür die beiden stehen. Der Matthias trainiert derzeit Türkspor Augsburg in der Bayernliga. Wer sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt hat, könnte auch sagen, Türkgücü München 2, Spaß beiseite, ein Star-Ensemble. Wer da mal in den Kader reinschaut, der muss im Amateurfußball mit der Zunge schnalzen. Und wie der Kevin schon ein bisschen anklingen hat lassen, Kevin, ehemaliger, muss man leider so sagen, Stürmer in der Regionalliga Bayern, der vielleicht wieder angreifen will. Matthias, wir fangen bei dir an. Saison, wenn sie abgebrochen wird, muss doch das direkte Ziel Aufstieg in die Regionalliga Bayern sein. Gibt es nichts anderes, oder? Ja, so deutlich würde ich es jetzt nicht sagen, aufgrund der langen Pause. Wir haben jetzt fast ein Dreivierteljahr nicht Fußball gespielt. Man weiß auch nicht, wie genau der Kader sich zusammenstellt, weil es jetzt einfach so viele Einflüsse durch die Corona-Pandemie gibt, wo man auch nicht weiß, wie es bei den einzelnen Spielern oder Personen auch beruflich weitergeht, was sich alles verändert hat. Deshalb würde ich jetzt auf gar keinen Fall das volle Ziel ausgeben, dass das nächste zwingend um der Aufstieg nur zählt, sondern wir wollen natürlich oben mitspielen, eigentlich diesen Lauf, den wir entwickelt haben, wo der Justin und ich übernommen haben. Wenn wir da jedes Pflichtspiel gewonnen, eigentlich den Lauf dann irgendwo fortsetzen, sobald es irgendwann weitergeht und dann auf jeden Fall oben mitspielen. Aber jetzt nicht aufgrund der langen Zeit würde ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass wir zwingend um einen Aufstieg spielen müssen oder zwingend aufsteigen müssen, aber wir wollen definitiv oben mitspielen, das stimmt schon. Kevin, gell, da merkt man das Medientraining im NLZ vom TSV 1860. Die haben wirklich damals eingedrillt bekommen. Ja, also, wenige Details, keine Schlagzeilen, sondern sehr Aussagen, die am Boden sind. Dann fragen wir mal dich, Kevin, wenn du dir den Kader so von Matze anschaust und auch das, was er als Fußballtrainer verkörpert, glaubst du, der kann eine Mannschaft in die Regionalliga Bayern führen? Also wie wir selbst wissen, jeder Fußballer, ja, der will Erfolg haben, der will Spiele gewinnen, der will... Stopp, du darfst gleich nochmal anfangen. Also, wir versuchen diese ZDF- und ARD-Antworten der Nationalspieler mal beiseite zu lassen. Ich stelle die Frage nochmal. Glaubst du, Matthias Strohmeier hat das Zeug als Trainer Türkspor Augsburg in die Regionalliga Bayern zu führen? Auf jeden Fall. Kriegt er auch hin. So, schau Matthias, jetzt hast du fürs neue Jahr und dann für die kommende Saison direkt mal ein Ziel. Warum packt es denn Matthias? Sagen wir so, ne, wenn du ein Spieler bist, der so eine große Erfahrung hat, der unter so klasse Trainern selbst ausgebildet wurde, ja, kann sein ganzes Wissen jetzt letztendlich nehmen und es auf die Jungs übertragen und dann letztendlich auch nicht selbst ein Riesenfan von der Philosophie Spielertrainer, ja, dass er selbst auf dem Platz steht und gleichzeitig Trainer ist. Ich denke, hat er noch eine viel engere Bindung zu den Spielern und zu seinen Kollegen. Und ich denke, dass er gerade in den Spielen, die dann wichtig sind, ja, dass er dann emotional sehr reingehen kann
und letztendlich dann auch die Mannschaft dazu bewegt, nochmal einen typischen draufzulegen, nochmal mehr Gas zu geben, sondern letztendlich die Mannschaft dazu zu bringen, das Spiel zu gewinnen. Und ich denke, Matze ist auch ein sehr emotionaler Typ. Und als emotionaler Typ, da schaffst du das natürlich dann umso leichter. Und es ist auch so, so wichtig, die Jungs zu greifen und sie emotional zu packen, dass du Spiele gewinnen kannst. So, es geht so langsam in die richtige Richtung. Schau, gut, dass der Matze hier den Kappe anhatte, weil er wird schon ein bisschen rot im Gesicht. Das kommt durch den Schatten nicht so durch. Matthias, ihr habt ja eine total interessante Konstellation. Mit Yasin Yilmaz hast du ja einen Co-Trainer mit an deiner Seite, der ebenfalls auf dem Platz steht. Hast du dir das so ausgedacht und hast gesagt, boah, die Nummer kann ich mir mit Yasin so vorstellen und das schmeißen wir zusammen? Ja, genau so war nicht. Ich habe mich mit Yasin einmal getroffen, wir haben kurz drüber gesprochen und haben gesagt, ja, das könnten wir uns gut vorstellen. Der Yasin will in den Trainerbereich auch reinschnuppern. Ich war davor schon ein Jahr spielender Co-Trainer in der Regionalliga bei Garching und konnte somit meine Erfahrungen schon sammeln. Und das war für mich eigentlich ein super nächster Schritt, dass ich selber in die Hauptverantwortung gehe und auch dann als Cheftrainer dann mich wirklich auch hinstellen muss und die Verantwortung trage. Und habe dann mit Yasin eigentlich einen kongenialen Linksfuß bei mir an der Seite, wo natürlich auch für die Bayernliga, da müssen wir schon ehrlich sein, außergewöhnliches Talent hat und auch unglaublich fußballerische Fähigkeiten, auch wenn er aktuell nicht so den Ausdauerzustand hat, der wo wünschenswert ist. Einen kleinen Gruß an Yasin. Und wir haben natürlich in unserer Konstellation, das war auch dann ein Glücksfall, dass wir mit dem Servet auch jemanden dabei haben, der wo dann auch am Spieltag wirklich von draußen das alles koordiniert. Und somit harmonisieren wir im Trainerteam eigentlich sehr, sehr gut. Und auch mit dem Yasin, muss ich ehrlich sagen, war es ein absoluter Glücksfall auch für mich, dass ich jetzt so auch so einen erfahrenen Mann mit an der Seite habe und auch im Training, wir ergänzen uns da sehr gut. Das ist echt tipptopp, muss ich ehrlich sagen. Was heißt das ergänzen? Also du warst ja jemand, der eher hinten gespielt hat. Yasin, wissen wir selber, schon seit seiner ersten Bude, die er da im BR geliefert hat von der Mittellinie, ist ein sehr offensiver Spieler. Das heißt, im Grunde habt ihr zwei Trainer auf dem Platz, den einen hinten, den anderen vorne, richtig? Ja, genau. Also das trifft es eigentlich sehr gut für mich, wie es der Kevin gerade gesagt hat. Als Spielertrainer finde ich es sehr gut. Es ändert sich jetzt für mich nicht so viel, weil ich das Spiel immer noch vor mir habe. Ich sehe alles, ich muss laut koordiniert, laut organisieren. Das ist jetzt für mich kein großer Unterschied. Mir macht es ja auch Spaß, die Mannschaft so zu führen. Und habe dann auch vorne eigentlich den Strategen mit dem Yasin eine Reihe vor mir, der wo auch das Spiel dann offensiv auch dementsprechend gestalten kann und natürlich auch für seine Standards auch sehr gefährlich ist, und so ergänzen wir uns aber auch im Training, dass wir auch, ich meine, die defensive Kompaktheit trainieren kann, aber Yasin dann auch wirklich mal ins Detail offensiv gehen kann, und das ist eigentlich wirklich, ja, sehr, sehr gut. Die Frage wird der Matthias mit Sicherheit nicht beantworten, dafür ist er viel zu sehr Diplomat und hat ja auch studiert, dass er weiß, dass er da eigentlich nur falsch drauf antworten kann. Deswegen stelle ich die jetzt mal dir, Kevin. Findest du, der Vorwurf Türkgücü München 2 ist gerechtfertigt? Das heißt Vorwurf. Ich würde mal dazwischen grätschen, muss ich gleich, weil ich finde auch Vorwurf, finde ich jetzt sehr negativ belastet. Ja, das stimmt. Deswegen, das war ja sehr offensiv gefragt. Okay. Ja, dann übergebe ich mal an Kevin und bin gespannt, was er sagt. Gut, ich meine, als Vorwurf würde ich es nicht wirklich sagen. Ich würde eher sagen, Matze, Türkgücü Augsburg ist ein eigener Verein. Ne? Das ist nicht Türkgücü München 2, sondern es ist ein eigener Verein. Das heißt, würde ich eher erstmal separat sehen. Und ich finde nicht wirklich, dass ein Vorwurf ist. Ich meine, wir sind alle Spieler, die auch irgendwo ihr ganzes Leben aufgeopfert haben zum Fußball. Und dafür müssen wir auch irgendwo daran denken, okay, wenn wir jetzt einer Mannschaft beitreten werden, muss auch irgendwo was finanziell verdienbar sein. Und das ist auch irgendwo eine Sache, die in beiden Bereichen so ist, dass Türkgücü München, du dort auch finanziell sehr gut aufgestellt bist, so wie auch in Türkgücü Augsburg. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, wenn eine finanzielle Grundlage da ist, dann kann der Verein auch erfolgreich sein über längere Zeit. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man jetzt mal in deinen Kader reinschaut, Matthias, wir gucken mal kurz. Das ist ein Star-Ensemble, wo ich mir denke, boah, also meine Herren, alle Achtung, wenn man nur mal reinschaut jetzt hier, und da sind auch diese Charakterköpfe, von denen man immer spricht, sind da mit drinnen, also ein Reichelmeier im Tor, dann sieht man teilweise noch an den Trikots, wo die Burschen früher alle gespielt haben, ne? Also Fabio Leutenecker, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber auch jetzt halt hier Goya, Heikenwälder, der für Illertissen auch gespielt hat, Mitterhuber hat für Haching schon im Profifußball gespielt, über Yasin brauchen wir nicht sprechen.
aber auch hier bei dem mir und natürlich der Imsack. Mal ganz ehrlich, wie groß ist die Herausforderung, seine erste Cheftrainerposition mit so einem Kader anzugehen? Ja, es war mit Sicherheit eine Herausforderung. Zur Frage vorher nochmal würde ich auch sagen, dass es auch legitim ist, wenn du eng befreundete Präsidenten hast, wenn wir die Identifikationsfigur von Türkgücü mit dem Yasin im Team haben, der natürlich auch mit vielen Mannschaftskollegen befreundet ist, ist natürlich auch legitim, dass der Yasin auch seine Kollegen auch irgendwo anspricht und dann auch mit nach zu Türkspor locken kann, weil du immer dahin gehen willst, wo du auch maximalen Spaß und die größte Erfolgsaussicht hast. Und deshalb, glaube ich, ist das legitim. Man sieht es jetzt auch beispielsweise Landsberg oder Pippin Sried, könnten wir jetzt auch sagen, Landsberg ist Pippi 2 als Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, das ist einfach legitim, wenn man erfolgreich sein will und dass man sich auch immer an die Person irgendwo hängt, die wo man auch schon länger kannt und wo man auch in der Vergangenheit schon mal erfolgreich zusammengearbeitet hat oder auch Spieler einfach auch gemeinsam viel Spaß gehabt hat. Klar, zum Kader, jetzt zu deiner zweiten Frage, definitiv. Also es war schon eine große Herausforderung, weil ich ja selber noch jung bin jetzt in der ersten Startelf. Ich war oft teilweise eigentlich eher zu den Jüngeren gehört. Aber wie der Kevin auch schon gesagt hat, ich glaube, von meinem Auftreten her ist eigentlich schon sehr autoritär. Da gibt es mit Sicherheit keine Probleme. Und wenn jemand mal Probleme macht, dann bin ich schon jemand, der das auch klipp und klar anspricht. Da glaube ich, kannst du auch jeden fragen. Oder das beste Beispiel war das Interview von Musti Duman, wo der Musti Duman selber gesagt hat, ja, seit der Yasin und ich da sind, ist richtig Zug im Training. Wir trainieren wie eigentlich wie ein Profi-NLZ oder eine Nachwuchsmannschaft. Das ist wieder richtig Struktur, richtig Disziplin und Respekt untereinander drin. Und ich glaube, wenn du das alles vorlebst als Trainer oder auch als Spieler, dann zahlen dir das die Spieler auch zurück. Und wenn dann auch das Training so ist, wie wir es dann gestaltet haben mit Yasin zusammen und jeder Spieler dann auch merkt, hey, das macht unfassbar viel Spaß, jeder zieht mit, dann ist es irgendwann auch so, weil wir auch diese Charakterköpfe haben, wie in Thomas Reichelmeier beispielsweise, wenn dann mal jemand nicht mitzieht, dann ist auch mal der Thomas oder der Charlie Mitterhuber der wo dann sagt, hey, so geht's bei nett, Bursche, wir ziehen alle an einem Strang, nur so sind wir erfolgreich. Und ich glaube, das ist eine hohe Bedeutung, dass genau, dass du als Mannschaft halt einfach auch diese Charakterköpfe drin hast und dass du auch eine richtige Struktur in die Mannschaft kriegst und eine richtige Hierarchie. Und ich glaube, das ist auch das, was ich eigentlich mit am wo ich sehr stolz drauf bin, weil der Yasin und ich das relativ schnell hingebracht haben, dass wir eine Struktur in dem Verein, aber auch in die Mannschaft gebracht haben. Und die Ergebnisse haben uns ja dann auch recht gegeben, glücklicherweise. Ja, was wäre, wenn die Ergebnisse nicht da sind? Ja, man muss auch sagen, also jetzt mit Corona, du hast die Problematik, stell dir jetzt vor, wir hätten die Spiele jetzt nicht so gestaltet und wären jetzt nicht auf dem 8. Tabellenplatz und können uns eigentlich entspannt zurücklehnen und sagen, okay, Quotientenregel hin oder her, für uns ist es egal, weil wir sowieso über den Strich stehen. Obwohl ich es übernommen habe, waren wir auf dem Relegationsplatz. Das wäre natürlich unruhiger, weil dann sitzt du auch irgendwo zwischen den Stühlen. Was passiert jetzt mit unserem Verein? Müssen wir absteigen? Bleiben wir in der Liga drin? Deshalb war das jetzt schon sehr wichtig, auch mit dieser Corona-Pandemie, dass wir einfach die Spiele erfolgreich bestreiten konnten und jetzt da wenigstens etwas Ruhe haben und jetzt mal abwarten können, bis der BFV mal entscheidet. Was würdet ihr euch denn wünschen oder was findet ihr persönlich am sinnvollsten? Ich würde mir einfach wünschen, dass du halt irgendwann mal wieder auch von der Politik eine Perspektive hast, wie es weitergeht. Von mir aus ein harter Lockdown, aber dieses hin oder her und dann wieder öffnen wir wieder ein bisschen, dann machen wir wieder zu, dann machen wir wieder ein bisschen. Das ist halt alles so schwammig, wo ich mich halt überhaupt nicht damit anfreunden kann. Ich bin auch so ein Freund von klaren Regeln, aber dann muss ich auch irgendwo ein Konzept liefern. Und wenn ich jetzt die Aerosolforscher auch höre nach einem Jahr, dass man außen fast gar kein Risiko hat für Ansteckungen, würde man halt irgendwann mal wünschen, dass man ein Konzept hat, einen Plan hat, wie man vorgeht, wie sind die Öffnungsschritte und dann die dann auch verfolgt. Und irgendwann wäre es halt auch wichtig, dass man Klarheit hat, weil mich rufen jetzt beispielsweise auch viele Spieler an, weil ich ja auch mit vielen einfach auch in guten Kontakt bin. Aber du kannst aktuell keine klare Aussage machen, weil du nicht weißt, wird die Saison noch fertig gespielt, wird sie abbrochen. Ich würde mal jetzt einfach wünschen, dass Klarheit herrscht. Von mir aus bricht sie ab. Mit Quotientenregel ist einigermaßen fair in diesen Zeiten. Und dann kannst du irgendwann ein Datum ansetzen, wann es wieder weitergeht. Und dann kannst du auch die Spieler wieder motivieren. Hey, wir haben jetzt einen Zeitpunkt, darauf können wir hinarbeiten. Und das wäre halt aus Trainersicht oder auch aus Vereinssicht, aus Planungssicht einfach wichtig, dass du einfach einen Punkt hast, einen Zeitpunkt hast, auf den du hinarbeiten kannst und den du auch entgegenfiebern kannst, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, das Wettkampffeeling am Wochenende, das fehlt halt einfach. Die Winterpause in Bayern ist eh schon unglaublich lang, aber jetzt die 6 Monate fast, reizt es halt schon extrem, dass du mal wieder kicken gehst. Also der Wunsch ist sehr groß, dass man mal wieder raus darf und auch wirklich gegen den Ball treten darf. Offiziell. Vor allem ist ja auch Sport gesund für den Körper und dass man das komplett wegnimmt, das macht für mich gar keinen Sinn.
Sagt der, bei dem hier im Spielerprofil aktuelles Team einen Strich dasteht. Muss ich gestehen, Kevin, das hat er jetzt sehr gut und sehr schnell kombiniert. Die Frage ist Chapeau. Ja, aber ich finde es, ich glaube, jetzt ja, ist es so ein bisschen die Verantwortung vom Spieler selbst, sich fit zu halten. Und ich denke, das ist eine Riesenherausforderung und man sieht es, dass sehr wenig Spieler es eigentlich auch nur schaffen. Ich glaube, das wird auch ein Riesenjob werden, wenn es zurückgeht in den normalen Ligabetrieb, dass ein paar Spieler nicht mehr die Qualität haben, die sie vielleicht vor einem Jahr hatten. Und das ist der große Punkt und ich glaube, das trennt die Spreu vom Weizen, wer diszipliniert ist, wer sein Training gemacht hat. Und ich denke, da ist eine Riesenchance, dann nochmal anzugreifen. Und ich sehe das als eine Chance auch für mich selbst. Deswegen, ich glaube, das ist die Frage immer berechtigt von dir, Christoph. Okay, also dann kommt die Frage jetzt, bist du fit genug für die Regionalliga? Klar bin ich noch verreizelos, aber ich bin auf jeden Fall, sagen wir mal so, fit genug, um in der Regionalliga Zeichen zu setzen. Und ist auch ein Ziel, irgendwo nochmal anzugreifen. Okay, top. Also die Frage, das weiß ich aus Erfahrung, deswegen haben wir hier den Matthias mit dabei. Seid froh, dass ich keine externen Thomas Reichelmeier und so mit dazu geholt habe. Matthias, hast du schon deine Anfrage an Kevin rausgehauen? Oder ist sie in Bayernliga einfach zu... Nee, ich glaube, unter anderen Umständen hätte es auch schon dazu kommen können, dass der Kevin bei uns spielt. Ich sage auch nur Corona-Problematik. Und jetzt der Kevin weiß, der weiß meine große Wertschätzung ihm gegenüber als Mensch, aber vor allem auch als Fußball. Und er weiß, dass ich ihn unbedingt gern auch bei uns in der Mannschaft oder bei mir in der Mannschaft sehen wollen würde. Aber ich bin jetzt auch keiner, der ihn da unter Druck setzt. Das muss der Kevin im letzten Sinne auch einfach selber entscheiden. Ich kann nicht mehr sagen, dass das zum Kevin schon auf die Knie gefallen bin, dass er kommt, übertrieben gesagt. Aber nee, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn der Kevin und ich auch nochmal erstens auch aus Spielersicht nochmal zusammen spielen würden, weil der Kevin einfach ein unfassbarer Fußballer ist und ich sehr von seinen Fähigkeiten überzeugt bin. Und ja, und jetzt liegt es eigentlich am Kevin und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber ein bisschen optimistisch bin ich, dass wir vielleicht nochmal zusammen spielen können. Okay, also Kevin, dann spricht eigentlich gegen den Wechsel zu Matze nur ein Comeback in der Regionalliga, oder? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, das geht nicht. Also, gibt es auch schon Anfragen aus der Regionalliga? Würde dich das nochmal reizen? Ja, aber man will ja als Fußballer so hoch wie möglich spielen, oder? Ja, gut, ja, klar. Da will man auch in der ersten Bundesliga spielen, aber da kam die Anfrage noch nicht. Jeder will so hoch wie möglich spielen, aber es kommt auch immer drauf an, was macht Sinn, wo ist der Spaß? Und wie du es vorhin schon rausgehört hast, bist du lieber bei einem Verein oder bei einer Mannschaft, die die Spiele gewinnt, als bei einer Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Es geht einfach auch darum, dass du am Wochenende natürlich auch gute Laune haben willst. Und es ist natürlich immer schlecht, wenn du am Wochenende dann auf die Mütze bekommst, dann kommst du nach Hause und bist schlecht gelaunt, dann denkst du, ja, am Wochenende ist wieder hin. Und dann spielst du natürlich auch vielleicht auch lieber in der Oberliga oder in der Bayernliga. Und, das hat er nicht drauf, Matthias, gell? Weil der ist ja immer so vom Bundesland irgendwo falsch verortet. Ja, die Oberliga ist Oberliga Südwest bei uns in Baden-Württemberg. Okay, sehr gut. Dann sagst du uns einfach Bescheid, Kevin, sobald wir dich dann im Kader von Matthias eintragen sollen, gibst du uns kurz Bescheid per WhatsApp. Tipptopp, super. Wir wollen jetzt mal auch die Community mit ins Boot holen, nämlich wer Bock hat, dem Matze oder dem Kevin Fragen zu stellen. Das sind ja keine Unbekannten hier im Verbreitungsgebiet. Haut rein, es sind nämlich schon ein paar Sachen reingekommen. Jetzt habt ihr zwei Themen angesprochen, die mir ganz wichtig sind in der derzeitigen Situation, Corona und Bewegungsmangel. Ihr habt was auf die Beine gestellt, was ja ich tipptopp finde, weil ich selber einen Neffen habe, der mir nach dem ersten Lockdown ins Handy geschrien hat, Christoph, wir dürfen endlich wieder Fußball spielen. Ihr habt die Skillers Academy gegründet und was ihr da macht, da wollen wir doch einfach mal kurz zusammen reinschauen. So. I did some wrong, but I'm always right. So I know how to shoot, and I know how to fight. Riecht man sich da nicht die Haxen? Ich schon. Deshalb macht's der Kevin. Ich sag mal so, also das ist ja einer von den Skills, die eher schwieriger sind, aber es ist echt Wahnsinn, was wir für Kids bei uns dabei haben, Jungs wie Mädchen, die tricksen können wie kein anderer und das ist echt Wahnsinn. Es hieß immer in Deutschland, ja, wir haben keine Trickser, wir haben keinen Cristiano Ronaldo, wir haben keinen Mbappé, wir haben nur Spieler, die ins System passen.
Aber wenn ich mir, seit wir das Projekt angefangen haben, die Spiele angucke, die wir alle haben, das ist Wahnsinn. Wir haben so viele gute Kicker dabei, die mit dem Ball umgehen können. Gut, und ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung, wenn du einen Ball schon klären kannst. Wir hatten damals Drops an Hakan Çalhanoğlu, damals in der Auswahl. Er war der Einzige, der schon den Ball 100, 200 Mal jonglieren konnte, around the world etc. Da haben wir alle nur zugeguckt und er hat seine Show abgezogen. Und so ein Spieler spielt heute bei AC Mailand und das macht einen Unterschied. Und ich finde es echt klasse, wie die Kids da mitmachen, die Tricks üben und versuchen, da am Ball zu bleiben. Und wir geben ihnen die Reichweite. Ja, wir resharen viel Videos über Instagram, geben ihnen die Reichweite, um bekannt zu werden. Und das ist auch irgendwo ein Tool von uns, um den Kids Selbstvertrauen zu geben, Motivation und diese Reichweite, um bekannt zu werden. Und ich glaube, das macht auch Skillers irgendwo aus. Wir sind keine Trainer, die Spiele auf die Bank setzen, die das Selbstvertrauen vom Spieler wegnehmen, sondern wir sind echt da, um die Kids zu motivieren, um sie zu unterstützen, um ganz groß zu werden. Matze, warum habt ihr das Ganze auf die Beine gestellt und was ist es, wenn man es so in zwei Sätze sagen kann? Oh, das ist jetzt schwierig. Ich versuche mich kurz zu halten, Kevin schmunzelt schon, der Grundgedanke war, dass ich eigentlich auch Feriencamps und eine Fußballschule bei mir daheim machen wollte und der Kevin und ich dadurch, dass wir nah aneinander wohnen, waren joggen und haben mal einen Bolzplatz gesehen, der war komplett verharrlost, keine einzige Seele war mehr auf dem Platz und wir haben gesagt, okay, wir müssen da irgendwo oder wir wollen irgendwas machen, dadurch, dass der Kevin ja auch in Amerika mit Alessandro Del Piero dort die Juventus Academy in LA aufgebaut hat, hat er da auch schon sehr viele Erfahrungen sammeln können und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen da was bewegen und wollen da auch was machen. Das war während dem ersten Lockdown und haben wir gesagt, okay, jetzt aktuell die Kinder sind alle zu Hause. Du verlierst immer mehr Kinder an die Konsole, weil sie selber nicht mehr spielen können und jetzt nichts gegen den E-Sektor, aber ich sehe es halt ein bisschen schwierig, wenn sich Kinder aktiv selber gar nicht mehr bewegen, sondern nur noch den Controller. Doch, hau doch mal was raus, ey. Mach doch mal ein bisschen was gegen den E-Sektor. Ja, eben, das ist nämlich genau, glaube ich, eine gefährliche Tendenz, dass die Kinder immer mehr Zeit vor der Konsole verbringen und sich selber aktiv gar nicht mehr bewegen. Wir haben auch von vielen, wir arbeiten ja mit vielen Stiftungen zusammen, die Aussagen dann gehört, ja, unsere Kinder werden immer dicker, sie sind froh, dass sie ein Sportangebot machen können. Somit haben der Kevin und ich uns gedacht, okay, wir wollen was Digitales auf die Beine stellen, aber nicht was, was jeder anbietet, haben dann unseren Skillers USB-Stick erstellt, wo schon verschiedene Einheiten dann auch drauf sind, wo die Kinder selbstständig trainieren können. Plus, dass wir ein Cybertraining-Konzept entwickelt haben, wo wir halt die Kinder wirklich auch catchen können. Das heißt, mit sehr vielen Wettkämpfen, dann auch mit unseren Social-Media-Aktivitäten, was der Kevin gerade angesprochen hat, dass du die Kinder wirklich permanent bei Laune hältst und irgendwie motivierst, auch irgendwelche Skills nachzumachen, sind natürlich nicht immer nur so schwierige, dann auch in unserem Cybertraining mit uns wieder trainieren können. Sie können sich dann bundesweit gegeneinander duellieren und wir haben halt gesagt, Bolzplatz ist für NLZ-Spieler, es ist für Kinder aus reichen Verhältnissen, aber auch für Kinder aus komplett armen Verhältnissen, aus sozial schwierigen Verhältnissen, wollten dann genau auch diesen Sektor unterstützen, weil wir auch gesagt haben, okay, im NLZ wird viel angeboten, was Cybertraining angeht, aber die Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen hocken jetzt zu Hause meistens 3-4 Kinder auf, weiß nicht, übertrieben gesagt, auf 10 Quadratmetern und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Genau die Kinder wollten wir auch erreichen und wollten das denen auch irgendwo anbieten und haben dann sehr viele Partnerschaften schließen können, wie beispielsweise mit der Aache, Per Mertesacker Stiftung, da in München, Roland Berger Stiftung, Amandla, also Amandla beispielsweise, bauen wir jetzt eine digitale Plattform, den Skills Hub, wo man neben dem digitalen Fußballangebot auch Sozialkompetenzen vermittelt, das heißt, dass man die Kinder auch irgendwo weiterbildet und ausbildet, plus natürlich mit Spaßvermittlung mit Fußball. Und wir wollten ein Alleinstellungsmerkmal schaffen, dass wir viele Profis von unserem Netzwerk mit reinholen. Das heißt, die Profis sprechen dann via Screensharing zu den Kindern. Da waren Jonas Hofmann, Julian Weigel, Julia Quinn, Caro Simon, wirklich die Größten eigentlich des Fußballsports sind da mit dabei. Und haben das jetzt aufgebaut, haben am Wochenende beispielsweise ein digitales Event über ganz Europa verteilt mit der größten Turnierorganisation Deutschlands. Mit Commit veranstaltet, wo die Kinder auch, wo unser Angebot innerhalb von 2 Tagen wieder ausgebucht waren, wo wir jetzt, was der Kevin am Anfang gesagt hat, wo wir jetzt eine Einladung nach Malta gekriegt haben. Das ist halt auch jetzt ein cooler Nebeneffekt. Wir wollen halt jetzt eigentlich auch dann das Ganze auf den Platz transportieren. Mittlerweile sind wir nach Wien, Kroatien, Malta und überall eingeladen. Das war halt jetzt durch Corona für uns natürlich sehr, sehr gut, weil es ein unglaublicher Katalysator war, weil wir digital plötzlich nicht mehr örtlich gebunden waren, sondern bundes- und jetzt sogar europaweit agieren konnten und somit eigentlich ein riesen Netzwerk aufbauen konnten. Und jetzt geht es halt darum, dass wir genau das Digitale eigentlich auf dem Platz transportieren,
und dann auch Events auf dem Platz durchführen mit verschiedenen Vereinen, aber auch natürlich unsere Base nicht verlieren, mit vielen Stiftungen und Organisationen zusammenarbeiten. So, da habe ich mich mal wieder ausgeschweift. In jeder Präsentation auch. Deshalb hat der Kevin von angeschmunzelt, weil ich immer sehr schön zu erzählen komme. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ihr zeigt den Kids weltweit, was am Ball alles möglich ist, oder? Egal, wie wir versuchen jetzt aktuell die Kinder am Ball zu halten, dass sie Spaß haben, nach Hause bringen, und dann wollen wir wieder auf den Platz gehen und so ein bisschen den Straßenfußball auch wieder hochleben und die Elemente des Straßenfußballs auch wieder vermitteln, heißt 1 gegen 1, Balltechnik, wirklich auch dieses Wettkampffeeling, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen so in der Nachwuchsausbildung verloren gegangen. Man ist immer in diesen Systemen drin, man wird schnell taktisch ausgebildet, aber nicht mehr auf was es im 1 gegen 1 oder 2 gegen 1 oder 2 gegen 2 ankommt. Kannst du deshalb nicht das Zeug, was der Kevin da in den Videos zeigt? Ja, das ist ein Kevin's Apart. Man muss halt auch sagen, die sozialen Medien bieten dir halt eine Riesenmöglichkeit, einfach unglaubliche Reichweite zu bekommen. Und das ist eindeutig ein Kevin's Apart. Da geht er auch voll drin auf, wie man sehen konnte. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, noch dazu zu ergänzen, zu sagen, dass wir echt die Elemente vom Straßenfußball zurückbringen wollen zu den Kids. Ja, was zählt darunter letztendlich, wie Matze gesagt hat, 1 gegen 1, Torschuss, was ist wichtig? Ja, was macht ein Spieler aus, ein Straßenkicker? Und das ist für uns das, was wichtig war. Wir haben Markus Hirte zum Beispiel im DFB oder Stefan Kunz, die selbst erwähnt haben, ey, im Kinderfußball, wo die letzten 10 Jahre wurde total verschlafen. Wir haben dann nichts mehr groß gemacht. Und es ist für uns so, dass wir für die Vereine ergänzend zu den Trainingskonzepten, die sie haben, agieren wollen. Dass wir sagen, hey, wir sind da Skillers. Wir konzentrieren uns nur auf die Elemente des Straßenfußballs, nur auf 1 gegen 1, nur auf Torschuss, ja, nur auf geile Tricks können, Skills etc., gut am Ball sein, Technik, Dribbling. Genau diese Punkte, und das wollen wir ergänzend zu den Trainingskonzepten von den Vereinen dann auch anbieten. Ja, deswegen sind wir auch im Moment sind wir dabei, viele Partner mit einzubekommen, Partnervereine, die sagen, ey, die machen coole Konzepte. Ja, das Konzept von Skillers ist cool. Ja, das ist wie so ein Fördertraining wöchentlich, was wir anbieten können für die Vereine, wo wir uns dann nur auf Straßenfußball konzentrieren und dann zusätzlich noch mit unseren Events dann letztendlich ein cooles Ambiente konzipieren für den Verein und auch für die Umgebung, dass man sagt, ey, Skillers hat eine riesen Reichweite. Wenn wir ein Event machen, wie zum Beispiel wir mit Überacker machen, das war innerhalb von einer Nacht, war das ausverkauft. Wir haben das online geschaltet und wissen nicht mal im Moment, ob es stattfinden kann oder nicht wegen Corona. Aber letztendlich ist Überacker der Verein Überacker der Meinung, hey, ey, Skillers gibt uns eine Reichweite, weil wir nicht nur Kinder bekommen, die im Verein sind, sondern Kinder auch von der Umgebung oder ja, Kinder, die auf Social Media aufmerksam geworden sind auf Skillers, die dann letztendlich zu dem Verein kommen. Und das ist natürlich ein riesen Point für die Vereine, weil die Mitglieder, ja, meist viele Mitglieder sind verloren gegangen durch die Corona-Zeit und hatten auch schon längere Zeit, gerade in kleineren Vereinen, die Problematik, dass weniger Kinder Fußball gespielt haben. Und das ist genau der Punkt, den wir wieder angreifen wollen, dass wir sagen, wir machen da Werbung, wir machen coole Events, wir bringen die Kids raus, die sollen kommen zu dem Verein, die sollen ein Event miterleben von Skillers, und so wollen wir dann die Mitgliedschaft von dem Verein wieder stärken. Das heißt, es gibt dann nicht nur ein paar Skills am Fußball, sondern ihr nehmt das Ganze auch noch für TikTok auf, damit die dann auch noch über ihre Kanäle dann die Reichweite bekommen, mit 5 darf man sowieso nicht bei TikTok sein, aber so, sobald man Reichweite braucht, ne? Ja, also sagen wir so, das ist, also im Endeffekt, was wir dann machen, sind dann diese Events auf dem Platz, wo wir sagen, okay, wir nehmen es natürlich dann auch auf über Social Media, aber ich denke, so ein Event ist für jedes Kid das Beste, was es gibt. Wenn wir einen DJ dazu holen, einen Freestyler, der noch ein bisschen Show macht für Entertainment, eine Nebelmaschine für das Endspiel und es echt so ein bisschen aufbauen für ein krasses Event und einen Profi noch dazu einladen, der eine Autogrammkarte gibt oder der dann noch über seine Erfahrungen erzählt. Ich denke, das ist ein riesen Point für die Kids und das ist das, was wir bieten können, und ich denke, da machen wir einen sehr guten Job. Was halt da noch wichtig ist, wir haben ja mit der Clara Schöne jetzt auch eine ehemalige Profifußballerin bei Bayern, die jetzt auch Co-Trainerin in der 2. Mannschaft ist, mit an Bord, weiß genau, was der Kevin gesagt hat. Du hast halt jetzt überall deutschlandweit einen Mitgliederschwund, also einen deutlichen Mitgliederschwund, und wir wollen da auch, oder wir wissen, dass wir die Reichweite über die sozialen Medien und durch unsere Partner mittlerweile generieren können, wollen halt durch coole Events auch die Kinder wieder zum Fußball, zum aktiven Fußballspielen, nicht auf der Konsole motivieren, und vor allem auch im Mädchen- oder im Frauensektor halt auch die Kinder und die Mädels halt auch motivieren und animieren, dass sie auch aktiv gegen den Ball treten. Wir haben digital oft die Erfahrungen gemacht, dass viele Mädchen aus wegen religiösen Hintergründen gar nicht im Verein teilnehmen dürfen. Und genau diese Mädels wollen wir auch irgendwo erreichen, dass sich die Mädels auch Mut haben, Fußball zu spielen. Und deshalb haben wir auch die Clara jetzt mit an Bord geholt, die wohl in unserem Team mit dabei ist,
dass wir nicht nur auf Jungs bezogen, weil wir jetzt auch zwei Kerle sind, sondern auch den Mädchenfußball deutlich voranbringen. Ja, wo ist die heute im Interview? Wir brauchen, also wir sind immer, wollen den Frauenfußball nach vorne bringen, gell? Also, kannst du Clara gern? Die hat eh gerne nochmal ein Interview machen. Aber die ist in der Uni heute tatsächlich. Nee, top, kein Problem. Meine ernst gemeinte Frage, also woran liegt es, dass auf einmal in so einer Generation an Kindern die Tricks an der Konsole irgendwie mehr zählen, als dass man rausgeht auf den Bolzplatz? Wenn ich hier bei mir um die Ecke in Riem schaue, das Ding ist auch schon vor Corona jeden Tag leer. So, also da kannst du wirklich diesen Strohball drüber fliegen sehen. Ja, ich meine, die Sache ist die, PlayStation oder FIFA, die überlegen sich auch, wie können sie ihr Zeug verkaufen, ja? Wie können sie das Angebot attraktiv genug machen, um die Zeit von den Kids zu gewinnen. So, das sind Riesenfirmen, die dahinter stecken, Millionen, also Tausende von Leute, die sich überlegen, Konzepte, wie kann ich das Kind dazu catchen, wie kriege ich die Zeit. Instagram versucht, die Zeit von den Kindern zu bekommen, TikTok, YouTube, das sind alles im Endeffekt Social Channels, die versuchen, die Zeit von den Kids zu nehmen, und die Zeit ist nun mal begrenzt am Tag. Und das ist genau dieser Punkt, dass wir sagen, jetzt muss dieses Angebot so cool sein und so hip für die Kids, dass das einfach besser ist als das, was im Moment da ist. Und das kriegt man nur so hin, wenn man einen coolen Style hat. Ja, Skillers ist irgendwo ein Lifestyle-Brand auch, deswegen wird es auch so dargestellt, wie wir das machen, mit Graffiti im Hintergrund etc. Das muss einfach so attraktiv sein, dass wir die Kids dazu bewegen können. Und es wird auf jeden Fall trotzdem nicht einfach sein, auch wenn wir ein gutes Konzept haben, weil, wie ich schon gesagt habe, du gegen FIFA ankämpfst, gegen andere Dinge, die bei denen Tausende von Leuten hinten dran stehen, die überlegen, ja, wie kriege ich die Zeit von den Kids, damit sie da siehst du sehr schön die Vor- und Nachteile der Digitalisierung. Also die sieht man auch an uns durch die Digitalisierung, durch die weltweite Vernetzung, auch über die Konsole, über das Internet können sie an der Konsole auch weltweit agieren und sich weltweit duellieren, dann irgendwelche Titel abräumen, was die Kinder natürlich auch reizt, wenn sie bei FIFA in der Ultimate Team auf einmal Platz 1 oder in der Weekend League Platz 1. Ist ja irre, dass das mehr zählt inzwischen, als dass du am Bolzplatz irgendwo rechts oben ins Kreuz. Ja, für uns auch. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir wollen auf der einen Seite diese Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, damit wir auch Reichweite gewinnen können und größer werden, aber dann irgendwo das auch wieder auf den Platz transportieren, damit wir genau gegen diese Entwicklung ein bisschen vorgehen können und die Kinder wieder mehr nach draußen bringen können, damit sie wieder aktiv Fußball spielen und sich bewegen. Das ist ja auch irgendwo die Motivation dahinter, was wir jetzt auch sagen, weil ich vollkommen bei dir bin, dass diese Entwicklung ein bisschen kritisch ist. Das ist ja genau unser Ziel. Da haben wir ja letztendlich deswegen Skillers auch gegründet, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Bolzplatz-Feeling den Kids zurückbringen. Es war für uns die geilste Zeit, ja, einfach nur rauszugehen am Wochenende, auf dem Bolzplatz zu sein mit Freunden, ne? Noch irgendwo einen Eistee holen, Eistee trinken und dann den ganzen Tag zu zocken. Und das ist auch irgendwie genau der Punkt, wo wir sagen, das wollen wir den Kids zurückbringen. Wir wollen ihnen das zeigen, wie cool das war und wie viel Spaß das gemacht hat. Und da sind wir dann natürlich auch dabei, die richtigen Partner dann auch zu finden, die uns unterstützen können, dass wir diese Events durchführen können und auch für die Kids dann irgendwo auch kostenlos zu machen, weil es ist auch unser Ziel irgendwo, dass wir diese Events so durchführen können, dass die Kids am Ende nicht zahlen müssen, sondern wir die richtigen Partner haben, die das auch so unterstützen und den gleichen, den gleichen Gedanken haben, das so anzuhaben. Top. Wenn ihr da draußen genauso dämliche Fragen habt wie ich, zum Beispiel, Kevin, wie heißt der JJ Okocha-Trick heute? Weiß ich nicht. Gibt's keine Bezeichnung dafür, weil das war das Krasseste, das habe ich 100.000 Mal geübt. Okocha direkt mit Abschluss. Dann könnt ihr sie gerne live stellen. Es gab nämlich schon Beschwerden, dass wir Fragen nicht aufgegriffen haben. Wir machen hinten raus noch einen kurzen Blog, wo wir auf eure Fragen eingehen. Es ist schon ein bisschen was reingekommen, auch von Team- oder ehemaligen Teamkollegen. Ja. Wir wollen jetzt halt noch mal kurz gemeinsam reinschauen und uns ein zweites Video zusammen anschauen. Ich verschwinde mal wieder und der Matze geht mit dem Gotta call him for the seventh time. So sincere, but don't get out of line. AI in its prime, harden at the line. Swish, do it on me all night. Yeah, I wanna bust it down to its daylight. Wie kannst du Matze in dem Unternehmen mitarbeiten, wenn du sowas nicht kannst? Ich muss immer eingehen, der Matze. Ich antworte das mal kurz. Wir haben früher, gab es ja im Kicker, ne? Ich glaube, jeder von uns kennt noch Kicker, Super Kickers. Da hat jeder so einen besonderen Skill gehabt im Endeffekt. Da gab es einen, der hat einen Tigerschuss gehabt, so einen ganz besonderen Tigerschuss, einen krassen Schuss. Und so ist auch, dass wir in die Richtung gehen bei Skillers, dass jeder seinen Skill hat. Matze, sein Skill ist die wunderbare Grätsche.
Ja, die Grätsche gibt es nur einmal, Matze Strohmeier Grätsche, wo du einfach den Stürmer komplett mitnimmst und ist auch irgendwo ein Skill dabei. Ja? Das ist ein Straßenfußball-Skill, dass der Verteidiger kommt und dich mitnimmt. Und das ist sein Skill, so wie mein Skill sein wird, wenn es noch mehr auf den Platz gehen wird, dass ich auch mehr in die Schüsse reingehen kann, weil ich sehr gut schießen kann. Das heißt, wir werden so langsam so, nimmt es alles Form an, dass jeder, der bei uns mitarbeitet, seinen eigenen Skill hat. Und deswegen sind wir auch Skillers. Matze, wo gelernt bei Alex Schmidt? Ach, das war ein langer Prozess, muss ich sagen. Man hat sich immer ausgetastet, wo kann ich noch maximal vielleicht noch ein bisschen am Ball erwischen und auch ein bisschen am Gegner. Das habe ich irgendwann perfektioniert. Sehr gut, perfekt. Super. Wenn ihr jetzt so eine Zukunftsvision aufmachen könnt und wenn das Ding wirklich erfolgreich ist und rollt, glaubt ihr, ihr kriegt die Kids wieder zurück auf den Bolzplatz, dass bei mir in Riemen mal ein paar Leute mitspielen? Weil ich habe letztens auch gefragt, dann sind die einfach weitergegangen. Ich muss sagen, also wenn ich jetzt unseren Terminkalender auch mittlerweile betrachte, beispielsweise im Pfingsten sind wir in Wien, Dingolfing und dann auch hier in München, wo wir mit einer Stiftung ein Event machen, sind wir eigentlich komplett ausgebucht. Sommerferien geht jetzt auch schon dahin. Bin ich schon sehr optimistisch, dass man über Events und wenn man das dann auch weiterhin gut betreibt, eine sehr große Reichweite erzielen kann und auch die Kinder wieder deutlich mehr animieren kann, wieder aktiv Fußball zu spielen. Wir sind ja auch schon an dem Moment, dass wir selbst das zu zweit gar nicht mehr stemmen können. Deswegen haben wir auch schon Verstärkung reingeholt. Wir sind mittlerweile 6 Stück, die bei Skillers mitarbeiten. Und das ist auch irgendwo ein Punkt oder ein Zeichen, dass die Nachfrage einfach da ist und wir das zu zweit im Moment gar nicht mehr stemmen können, sondern wir brauchen mehr und mehr Leute. Und das ist auch irgendwo ein Ziel, dass wir Skillers groß machen und größer. Und da werden jetzt auch nach und nach mehrere Leute mit reingeholt. Was macht mehr Bock? So ein Training oder dieses Training hier? Sehr interessant. Also ich finde beide Trainings top im Sinne von, es macht Spaß, weil es immer eine Art und Weise ist, wie du den Kids das beibringst. Ja, das heißt, das Training von zu Hause macht nur Spaß, weil wir selbst uns auch irgendwo das Vorleben für die Kids. Das heißt, nach einer Übung wird in die Kamera reingejubelt. Da werden die coolsten Jubels rausgeholt, die es gibt. Das heißt, wir haben auch mal ein Video gemacht mit den besten Jubel-Celebrations, wo ein Mbappé nachgemacht wird oder ein Serge Gnabry, ja, die Jubels. Und es ist halt mega Spaß auch mit den Kids das dann Beste zu sehen. Das Beste war da, Entschuldigung, Pets, da muss ich schnell zum Beispiel ein Kind, das ein Rückwärtssaldo gemacht hat. Genau, ja. Weil da waren wir zu zweit, haben die Session gemacht. Das muss man tatsächlich sagen. Geht's noch? Digital. Und dann hat der Kevin saß da und hat die Kinder angeschaut und plötzlich steht einer im Wohnzimmer und macht die Übung fertig und macht einfach einen Rückwärtssalto nach dem anderen. Im Wohnzimmer daheim. Also deshalb hat der Kevin dann irgendwann die Battle rausgerufen, wir wollen den besten Jubel sehen, weil wir beide nicht glauben konnten. Und ich wollte auch nochmal sehen, dass tatsächlich jemand, ein Kind, im Wohnzimmer daheim einen Rückwärtssalto machen kann. Da sieht man aber auch, wie man die Kinder begeistern kann. Und wenn man die Kinder dann so jubeln sehen, muss ich sagen, macht das Digitale schon auch extrem viel Spaß, wenn du halt die Leidenschaft und die Emotionen bei den Kindern siehst. Aber natürlich jetzt nach der langen Zeit ist einfach der Reiz und die Motivation so hoch, dass man jetzt auch wieder einfach auf den Platz gehen kann. Weil irgendwann will man auch mal wieder ein paar Tore schießen. Auch ich als Abwehrspieler wäre mal ganz schön. Was ist hier passiert, Matthias? Also ich weiß nicht genau, wie man diese Sitzposition da einschätzen kann, aber was hast du dir bei genau diesem Bild gedacht? Basti, jetzt wollen wir in die Sitzposition eingehen. Das war Champions League-Feeling. Kevin hat Champions League-Musik abgespielt und dann sind wir mal kurz in die Hocke gegangen, oder? Anders könnte ich es jetzt nicht begründen. Also mir würde noch eine Idee einfallen, aber ich will die jetzt hier mal nicht aussprechen. Okay, tipptopp. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken und wir gehen jetzt direkt in die Fragen der Zuschauer über. Also das Angebot gilt. Wenn ihr noch Fragen an den Matze habt, stellt sie live. Es sind hier jetzt schon einige Leute mit dazugekommen, der zum Beispiel gesagt hat, Alter, zieh mal die Cap aus. Das muss irgend so ein Fake-Facebook-User sein, ohne Profil und Klarnamen, aber Matze, bleibt dir überlassen. Er hat nichts zu verbergen. So, wir haben jemanden mit dabei, Matze, der kennt dich als Fan und Zeitungsleser schon brutal lange, Alex Nickel, der durchsucht jedes Nachwuchsleistungszentrum bis zu U15 runter und kennt jeden Namen und wollte mal fragen, welcher Jubel kam denn dann von Matthias Strohmeier? Du kannst gerne hier was vormachen, wir bieten dir jetzt hier die Bühne, also Matthias, bitte.
Zu Schweinfurter Zeiten haben wir mal immer unsere Videos mussten wir aufnehmen. Und da ist ein Foto entstanden worden, das war der El Pistolero. Deshalb, peng, 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 habe ich hier für dich den El Pistolero. Sehr gut, ich denke mal, das ist perfekt beantwortet. So, der Alex schießt gleich noch eine Frage hinterher. Welche taktischen Kniffe von Guardiola oder Ten Hag werden wir denn bald bei Türkspor Augsburg sehen? Was hat es mit dieser Frage auf sich, Kevin? Ich glaube, dieser Matze gerichtet im Endeffekt. Ich weiß. Unter Guardiola Ten Hag trainieren durfte. Und ich bin gespannt, ja, wie sich das auswirken wird. Ich weiß im Moment noch nicht, habe leider noch kein Spiel gesehen von Matze als Trainer von Türkspor Augsburg. Aber sobald Corona vorbei ist, werde ich natürlich auch schauen, was er dort genutzt hatte, um letztendlich welche taktischen Kniffe oder Mittel er benutzt, um die andere Mannschaft auszuschalten. Was kann man als jetzt junger Spielertrainer von Ten Hag, was kann man von Guardiola wirklich in sein Training einbauen? Rondo? Naja gut, also ein Rondo kann man überall einbauen, der ist auch sehr beliebt, also sehr, sehr beliebt, ja auch bei mir selber, macht unglaublich viel Spaß, aber du kannst schon, ich habe ja schon öfters das Interview gegeben, dass der Erik Ten Hag, weil er mein Cheftrainer war, mich mit am meisten beeinflusst hat oder auch geprägt hat und du kannst diese Spielidee, beispielsweise Spieleröffnung, kann man schon deutlich mit reinnehmen, dass du der Mannschaft mitgibst, wie will ich ein Spiel gestalten, wie will ich von hinten das Spiel aufbauen. Und das sind schon Ansätze, die wo ich auch natürlich versuche rüberzubringen. Klar hast du nicht die Zeit, wie wir bei Bayern damals gehabt haben, mit 6 Einheiten die Woche, wo du wirklich in die absolute Detailarbeit gehen kannst. Ich glaube, du hast einfach aufgrund des Zeitmangels, geht es nicht, aber du kannst definitiv gewisse Aspekte, kann man vor allem in taktische Ausrichtung, kann man definitiv mit reinnehmen. Und ich bin nur überzeugt, dass wir das fußballerische Qualität innerhalb der Mannschaft haben, dass wir eher eine ballbesitzorientierte Mannschaft sind als eine abwartende Mannschaft, sagen wir mal so. Und das deckt sich eigentlich auch mit den Spielphilosophien von den zwei sympathischen Herren. Sehr gut, perfekt. Okay, jetzt haben wir noch, oh, wir haben übrigens mitbekommen, von wem die Frage gekommen ist. Yasin. Ich habe es nur gedacht, ich wollte jetzt nicht sagen, als ich habe es nur gedacht, es gibt ein paar Spezialisten jetzt gegen die, wo bei mir. Es gibt ja auch eine gemeinsame Zeit von euch auf dem Fußballplatz bei Garching und da möchte ich von euch der Tunjai Acker wissen, was hat euch denn in Garching am meisten gefallen? Ich hoffe nicht der See. Naja, also ich fand auch, dass es super familiär war. Ich fand es toll bei den Spieltagen, dass die Eltern dort auch Kuchen etc. verkauft haben und dort das sehr familiär gestaltet haben. Ich finde auch die Trainingsanlage an sich top. Der Rasenplatz ist super. Beide Rasenplätze im Endeffekt sind auch sehr, sehr gut. Genau. Also ich fand auch, dass die Mannschaft im Endeffekt eine sehr gute Truppe war. Klar hätte man das noch ein bisschen anders handhaben können, aber, oder ich würde auch sagen, hätte noch mehr zusammen schweifen können, aber ich glaube, das wäre auch die Grundlage war eigentlich geschaffen. Ja, man hat sehr, sehr gutes Potenzial drin gehabt, egal schon bei der Mannschaft. Und ich denke, man hätte da auch noch sehr viel, viel mehr machen können. Matze, dich verbindet ja noch mehr. Du warst sogar Co-Trainer dieser Mannschaft. Ja, das wäre auch genau der Punkt gewesen, was für mich in Garching Zeiten eigentlich mit dem meisten in Erinnerung war einfach die Möglichkeit unterm Philipp Bönig, der mich wirklich in alles eingebunden hat, menschlich sensationell ist, mit Manu Josic zusammen, dass ich extrem viele Erfahrungen sammeln durfte und das ist eigentlich das, was ich eigentlich aus der Zeit in Garching am meisten mitnehme, einfach diese Offenheit von Philipp damals, dass er mich in wirklich alles mit eingebunden hat und das weiß ich sehr zu schätzen, hat mir unfassbar viel gebracht, jetzt auch für die Aufgabe bei Türkspor. Und dafür bin ich ihm auch wirklich ewig dankbar dafür, für die Möglichkeit. Wir sind euch dankbar, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. 3/4 Stunde, mega spannend, mega interessant. Ganz herzlichen Dank, viel Glück für die Zukunft. Ich verschwinde jetzt, weil Matze und Kevin werden das Ganze jetzt mit einem Appell an die Kids hier beenden. Ich bin der Meinung, es gibt aktuell eigentlich nichts Wichtigeres in so Zeiten wie diesen, dass ihr da draußen so schnell wie möglich wieder auf dem Fußballplatz geht, ob im Verein oder egal, schnappt euch Turnschuhe, schnappt euch Stollenschuhe, geht auf die Straße raus, nimmt mal wieder einen Ball und damit verabschiede ich mich und berühmte letzte Worte von Matthias Strohmeier und dem Kevin. Ja, von meiner Seite, bevor an Kevin rübergeht, bleibt optimistisch, bleibt positiv, es kommen auch wieder schönere Zeiten, wir werden bald gemeinsam auf den Platz gehen können, verschiedene Events durchführen können.
Wir freuen uns auf euch. Bleibt am Ball, bleibt positiv. Bis demnächst. Macht es gut. Damit verabschiede ich mich. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.